Meine lieben Freunde, heute geht es um was ganz Schlimmes, nämlich Menschen streiten sich. Es geht ums Motzen und ums Meckern und da überlasse ich jetzt erstmal meinem sehr aufgeregten Außendienstmitarbeiter das Wort und bitte sehr. Wieder bei RW Deutsch, fast hätte ich gesagt RT Deutsch, aber das ist ja verboten. René Wolf spricht Deutsch und heute will ich mal richtig über das Motzen abmotzen, über das Lästern, das Meckern, das Zurechtweisen, das Mobbing, all das, was ständig ganz viel Beachtung erfährt. Und wie ihr seht, habe ich mir die Haare nicht gekämmt. Ich habe meine Motzjacke an, meine Lederjacke, mit der fühle ich mich sehr stark, falls ich ja doch mal irgendwas abkriegen sollte. Und ich habe einen wunderbaren Schlips, zufällig in FDP-Farben. Sind das FDP-Farben? Weiß ich nicht. Jedenfalls, das soll bedeuten, dass ich mich sehr korrekt verhalte, dass ich politisch korrekt reden will über das Motzen. Das Motzen, das ist ja eigentlich eine Kunst. Also früher haben sich Leute angeblich noch richtig literarische Einfälle einfallen lassen, indem sie sagten sowas wie buckelkrumme Hexenmume, ausgestopfte Butterblume, Schleiereule, Haubenwachtel, gute Nacht, du alte Schachtel. Ja, da war noch Kreativität dahinter. Heute, was sagt man, wenn man richtig erregt ist? Das beliebteste Motzwort ist, du Arschloch. Dabei ist es überhaupt keine Beleidigung, weil niemand ist ein Arschloch. Wir haben ein solches. Es wäre auch schlimm, wenn wir es nicht hätten. Weil einen Seitenausgang legen, das wäre zum Beispiel eine Beleidigung, die würde richtig treffen zu jemandem, dem eine Drainage gelegt wurde. Und sagt, du Drainagenträger, du Beutelrumschlepper. Oder dein Beutel ist größer als dein Sack. Oder so. Das wäre eine richtige Beleidigung. Da wäre aber noch ein bisschen Kreativität dahinter. Und das würde aber richtig treffen. Aber zu jemandem zu sagen, du Arschloch, ist einfach doof. Weil man stellt sich mal vor, wie das korrekt laufen soll. Stellt euch mal die Situation vor, bitte. Ihr lasst einen Pups. Das soll ja mal vorkommen. Das geht meistens ab wie ein Pft. Ja, die Leisen und die Lauten und die einen stinken mehr als die anderen, das wissen wir ja. So, ihr lasst einen Pups. So, und jetzt passiert aber mehr als das, was ihr wollt. Da kommt nicht nur heiße Luft, sondern da kommt etwas, wie soll man sagen, Flüssigkeit mit dazu. Und es klebt dann so zwischen den Pobacken. Beugt ihr euch dann runter, weil das wäre korrekt. Beugt ihr euch dann runter zwischen euren Schritt, ich komme jetzt mit dem Handy jetzt nicht so rum, und sagt dem, der wirklich der Verursacher eures Leidens jetzt ist, ihr müsst die Unterhose wechseln und es klebt und so weiter, und sagt da in diese Richtung, du Arschloch, denn das wäre korrekt. Macht kein Mensch. Wir aber wollen heute mal weggehen von diesen wirklich primitiven Beleidigungsformen. Wir wollen das Internet motzen. Also so, wie wenn jetzt jemand wie ich in die Kamera spricht. Ja, da gibt es ganz tolle Leute, die wie Carsten Stahl zum Beispiel, so richtig schön abmotzen können. Und da geht es eigentlich gar nicht mehr um das Thema, sondern nur darum, dass er sich selber auskotzen will. Aber ich dachte mir, wir machen mal so eine kleine Hitparade, eine Motz-Hitparade. Und stimmt mit ab in den Kommentaren, was euch am besten gefallen hat. Euer RW Deutsch, René Wolf spricht Deutsch. Ich habe nämlich keinen Bock, dass alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen. Und ich habe auch keinen Bock, dass nationale Kleingeister unser Europa kaputt machen. Und ich finde, wir brauchen jetzt endlich einen Aufstand der Anständigen und Aufrechten. Wir müssen zeigen, dass wir mehr sind und dass wir keinen Bock haben auf die Politik von CSU, CDU und SPD. Unser Land kann mehr. Ich meine, unser Land kann mehr als auf alte weiße Männer hören. Also alt ist schon mal scheiße, darauf kann man schimpfen, wir sind ja hier beim Schimpfen, ja. Weiß ist schon mal scheiße, weil farbig musst du sein. Ich versuche doch schon immer in die Sonne zu gehen. Leute, ich bin doch nicht ganz so weiß. Und dann auch noch Männer. Ja, ich habe auch schon Tendenzen dazu, zu sagen, hallo, 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 ich bin euer Füchslein, ich bemühe mich doch. Und so alt bin ich doch noch gar nicht. Ja, aber gut, das war jetzt nur am Rande. Mal sehen, das war jetzt so Kandidatin 1, das war die Katharina Schulze von den Grünen. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ob ihr sie am besten findet als beste Motzerin. Aber hier haben wir noch eine Kandidatin, die ich auch euch sehr ans Herz lege. Das waren ein paar Booster zu viel. Weil
Irgendwie scheinen ja die Menschen nicht mehr klar denken zu können. Da werden Grundschüler niedergestochen, abgestochen und schleppen sich blutend zur Schule zurück. Die Lehrerin musste einen Notarztwagen rufen, einen Rettungswagen rufen. Dann werden zwei Mädchen abgestochen, weil sie ihre Handtaschen nicht rausrücken. Und jeden Tag höre ich solche Nachrichten oder lese sie. Und wo ist der Aufschrei der Bevölkerung? Wo? Eine junge Frau aus Neukölln. Ja, bevor wir jetzt zum nächsten Fall kommen. Wo ist der Aufschrei der Bevölkerung, wenn Schüler abgestochen werden? Warum gibt es denn überhaupt so viel Gewalt in dieser Gesellschaft? Es geht ja nicht nur um Schüler. Es geht nicht nur um Kinder. Warum gibt es denn überall Gewalt? Und wo ist dann der moralische Aufschrei? Der wurde ja eben geleistet. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Es ist sehr, sehr schlimm. Eine Erklärung, warum Gewalt zu dieser Gesellschaft gehört, in der Konkurrenz. Ach, ich agitiere schon wieder. Nein, bitte zum nächsten Beispiel von unserem zweiten Außenkorrespondenten. In Berlin-Neukölln, das schlimme Neukölln, berichtet in diesem Video jetzt, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, wie es ihr wirklich geht. Sie wird jeden Tag angemacht, überall sind Drogendealer, manche überfallen andere mit Schraubenziehern und sie hat sogar in ihrer Wohnung schon mal einen echten Schuss gehört. Ich bin erschüttert, seht selbst. Einfach Berlin, Neukölln, null. 0%. Ich meine, was ist das? Ich wohne hier seit Jahren und von Tag zu Tag regt mich noch mehr auf. Ich bin so froh, wenn ich hier raus bin. Wer findet das schön? Wer? Hinter jeder zweiten Ecke gefühlt ist jemand, der Drogen nimmt. Nachts schreien ständig irgendwelche besoffenen Menschen. Ich denke mir so, darf ich schlafen bitte? Überall voll mit Läden, bei denen draußen Männer sitzen, die dich beobachten, wenn du vorbeiläufst. Auf offener Straße wird man von irgendwelchen Menschen mit einem Schraubenzieher angegriffen. Von einem Fremden, ohne was getan zu haben. Niente. Man geht auf die Hasenheide, möchte einfach entspannt ein bisschen Natur genießen, alle 2 Meter einfach ein Drogendealer. Du fühlst dich 0% sicher. Und wenn ich als Frau hier alleine rausgehe, werde ich immer mindestens einmal ekelhaft angemacht, wenn ich draußen bin. Ich bekomme so einen Hals. Du bist in deiner Wohnung und hörst einen Schuss. Einen Schuss. Jede Nacht hörst du Polizeiwagen, Krankenwagen rumfahren mit Sirene. Was geht hier ab eigentlich? Ja, was geht hier ab eigentlich? Wieder mal 1000 Fragen und keiner hat irgendeine Antwort. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also wieso gibt es überhaupt Gewalt? Wieso gibt es Drogenprobleme? Warum gibt es Schüsse? Könnt ihr euch, wollt ihr euch das alles nicht erklären? Oh nein, ich sag schon viel zu viel. Aber jetzt haben wir, also das war unsere zweite Kandidatin des Motzens. Ich meine, immerhin interessante junge Frau. Attraktiv und alles, kann sich zwar nichts erklären. Und die ist auch wieder eine attraktive junge Dame. Und die hat eine ganz besondere Argumentation gegen die Leute, die sie nicht mag. Kleinen Niggers, Alter. Ihr kleinen fucking Zitronen-Niggers, ja? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ihr kleinen fucking Bastarde, Alter. Ihr kleinen Muschis. Ihr Fotzen. Ihr Muschis. Ihr seid solche Muschis, ne? Gottlos. Ihr seid Musch schieß. Das ist das ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ist auch ein ganz scharfes Argument. Nein. Aber es geht immer mehr so, Leute, dass da gesagt wird, ihr seid Musch schieß. Also, ja, ich meine, Muschi, wer sollte was dagegen haben? Aber ihr seid Muschi. Das ist wie am Anfang, wie ich schon sagte, du bist ein Arschloch und heute heißt es, du bist eine Musch schie. Den Leuten gehen die Argumente aus. Aber jetzt kommt eine, die Argumente hat, weil die sagt, ganz viel Vandalismus, ganz viel Zerstörung, das ist die wilde Veganerin oder auch die militante Veganerin, und die beklagt, dass Leute, die ja, sie nicht mögen, offenbar rumrandaliert haben, Zeug kaputt gemacht haben. Und sie hat auch gleich eine Begründung. Und da kommen wir auch fast schon in die politische Ecke rein, die am Ende unseres Videos noch sehr interessant sein wird. Weil sie sagt, die Leute, die nicht vegan sind, die sind das Problem, die sind aggressiv, die zerstören alles. Und das sagt sie in einem sehr kurzen, aussagekräftigen Video. Der Fernseher eingeschlagen. Nicht-Veganer sind aggressive Barbaren. Neue Bildschirme.
kaputt. Neue 300-Euro-Batterie wurde hochgenommen. Okay, das. Und auf den Boden geschmissen und auf den Kopf von einem von uns gehauen. Euer Fernseher eingeschlagen. Nicht-Veganer sind aggressive Barbaren. Nicht-Veganer sind aggressive Barbaren. Menschen, die Fleisch essen, die machen alles kaputt. Ja, also, das war jetzt Teil 3 oder 4 schon unserer Hitparade der Agros, des Mobbings, ich muss mir noch einen guten Titel ausdenken, entschuldigt. Und jetzt kommt nochmal was ganz Besonderes, Politisches. Und die Gesellschaft davor, dass wir immer mehr Gewalt haben werden von Kindern und Jugendlichen, dass wir immer mehr Morde haben werden, immer mehr Suizide haben werden, dass wir immer mehr Amokläufe haben werden. Das sagen wir seit 10 Jahren. Und jetzt kommt die neue Gewaltstatistik raus. Und in allen Zeitungen steht es. Immer mehr Waffen an Schulen, immer mehr Gewalt an Schulen. Zahlen der Gewalttaten an den Schulen geht in die Tausende. Wirklich? Wirklich? Da seid ihr jetzt überrascht? Seit 10 Jahren sagen wir das. Und wir haben im Bundestag darüber gesprochen, in Landtagen gesprochen, in Abgeordnetenhäusern gesprochen. Seit über 10 Jahren. Kämpfen wir dagegen. Und das Thema wird immer wieder versucht, totzuschweigen oder ihr redet von verlogenen Einzelfällen. Ja, und jetzt kommt er endlich mal dahinter, dass diese Zahlen immer schlimmer werden. Ja, jetzt kommen wir endlich mal dahinter, dass diese Zahlen immer schlimmer werden. Entschuldigung, das nächste Video ist hier schon im Anschlag. Das beides hat nichts miteinander zu tun. Wir hörten gerade Carsten Stahl. Und ich gehe gern nochmal zurück, nicht, dass ihr denkt, das geht hier um was anderes. Ja, da haben wir ihn wieder. Gewalt an Schulen. Schlimm. Wir haben das seit 10 Jahren schon gesagt. Warum ist es denn so? Warum ist es so? Ja, wie sollte es denn nur sein, dass an einer Schule, wo jeder gegen jeden kämpft, die Konkurrenzgesellschaft schon im Kleinen geübt wird, wo sich die jungen Leute schon auf die Fresse hauen, um sonst was, weil der eine wird anerkannt, der andere nicht. Dann kriegt der eine eine 1, der andere immer nur eine 4 oder 5. Der ärgert sich mit 4 und 5 und sagt, da habe ich keine schönen Berufsperspektiven auf der schönen Selektionsrampe für den Arbeitsmarkt, was ja die Schule ist. Und dann kommt einer und sagt, ich habe eine 1, ich werde mal Manager, ich werde mal einen geilen Job. Kriegt er auf die Fresse. Weil diese Angeberei ist auch scheiße. Und das gibt es überall. Und am meisten hauen sich übrigens die auf die Fresse, die selber als mehr handwerklich begabt vom Lehrer klassifiziert werden. Das heißt, im Prinzip diffamiert werden. Die hauen sich nur auf die Fresse dafür, dass sie sagen, wir sind sowieso am Arsch, wir werden sowieso nur scheiß Jobs kriegen. Aber wir beweisen wenigstens gegenüber den Mädels zum Beispiel, dass wir die tollsten Hechte sind. Gewalt an Schulen. Das ist eingerichtet, staatlich eingerichtet. Das ist eine Konkurrenzgesellschaft. Das ist eine Marktgesellschaft. Aber, mein lieber Carsten Stahl, dazu musst du gar nichts wissen. Hauptsache, du kannst dich gut präsentieren. Und jetzt kommen wir mal zum wirklich letzten Fall. Und ich habe ihn bewusst ans Ende gesetzt, liebe Freunde, weil über nichts wird sich in Deutschland so heftig, so konträr gestritten wie Antisemitismus und nicht erst seit dem Krieg in Gaza. Und das spielt hier genau rein. Immer werden? Wegen einem David Stern wurde ich angefeindet, beleidigt und mir wurde der Check-in verwehrt in einem Hotel, in dem jeden Tag Menschen aus der ganzen Welt einchecken. Ich bin fassungslos, sprachlos, aber nicht überrascht. Es ist nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert, aber in einem Hotel, das hatte ich bisher noch nicht. Und ich hätte mir einfach das, was eigentlich wir alle machen sollten, Zivilcourage gewünscht. Und das hat leider nicht stattgefunden. Wissen Sie, mir stockt jetzt noch der Atem, wenn ich darüber rede, ehrlich gesagt. Und ich frage mich, was passiert danach? So, genau das passierte danach. Na, das war jetzt ein Betroffenheitsvideo. Das war gar kein Mods-Video, aber das ist ein Riesending. Ja. Das ist ein... Ja, der Jill Ofarim, ich kannte ihn vorhin noch gar nicht. Dass der das benutzen kann,
Antisemitismus gegen mich, horcht alle auf, damit er mal so ein bisschen in die Schlagzeilen kommt. Damit er ein bisschen mal seine neue CD verkaufen kann, damit die Leute Konzertkarten kaufen. Er hat seine Lüge zugegeben. Er hat 10.000 Euro Geldbuße bezahlen müssen. Aber erstmal sagen alle, dieser Motzer, dieser, oh, weil ich Jude bin, hat man mich diskriminiert, aus dem Hotel geschmissen. Dem glaube ich erstmal, weil er ist ein Betroffener und Juden werden ja überhaupt überall verfolgt. Was lernen wir daraus? Wir leben in einer Gesellschaft, die überall Motzereien braucht, die eine totale Konkurrenzgesellschaft ist, wo jeder versucht, mit all seinen Mitteln irgendwo Kohle zu kriegen, Aufmerksamkeit zu kriegen. Dann sollten wir mal wieder drüber nachdenken, in welcher Gesellschaft wir leben. Das war mein heutiger Beitrag von RW Deutsch. René Wolf spricht Deutsch. Ich sage nicht RT Deutsch, das ist ja verboten. Den Spruch mache ich wirklich immer wieder in dieser blöden Kriegszeit. Und, liebe Leute, stimmt mal ab, welche Motzerei, ich habe hier, glaube ich, 7, 8 Beispiele gegeben, hat euch am besten gefallen? Schreibt's in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Was hat euch am besten gefallen? Wer hat am besten gelogen? Wer hat am besten gemotzt? Bis dahin. RW Deutsch.